Er trägt einen Violinenhals als Holzbein. Wenn ich eins nicht leiden kann, dann ist es Zuckerwatte. Sie sind gemeinsam so schwer, dass die Antenne fast abbricht. Außer Konkurrenz. Das ist eine Schießbude für Kinder. Geht gleich los, Kumpel. Gebrannte Mandeln. 10 Pfennig. Einmal gebrannte Mandeln, bitte. Einmal gebrannte Mandeln, kommt sofort. Bitte sehr, der Herr. Kommen Sie ran! Wollen Sie Ihre Muckis testen? Gibt's was zu gewinnen? Natürlich, natürlich! Für den Sieger des Abends gibt's einen Pokal! Na, wenn das so ist? Naja, das war ja schon mal nicht so schlecht. Mal unter uns. Ein paar Vitamine würden ihn vielleicht ganz gut tun, ne? Immer dran denken, ein gesunder Geist wohnt in einem gesunden Körper. Ahoi! Schön hier, oder? Ja, sehr. Was macht ein Matrose hier draußen auf dem Land? Ich bin eigentlich kein großer Freund von Wasser. Bin einfach nur froh, meine Füße im Trockenen zu haben. Aber ist das nicht ein Matrosenanzug, den Sie da tragen? Ja, und?
Also, Sie haben Angst vor Wasser? Ei, Thalassophobie. Alles fing an, als ich noch ein Junge war. Damals zu Hause an einem schönen Sommertag. Ich war gerade planschen im See, als mein Onkel Ulf plötzlich mit dem Hintern voran zu einem ungestümen Sprung ansetzte. Sein gigantisches Gesäß stürzte wie ein Meteor auf mich herab. Der Anblick verfolgt mich bis heute. Damals bin ich fast ertrunken. Heute bin ich mir sicher, das muss der Moment gewesen sein, in dem ich diese schreckliche Angst vor Gewässern entwickelt habe. Wenn Sie die Frage gestatten, wieso sind Sie überhaupt zur See gefahren, wenn Sie so große Angst vor Wasser haben? Das habe ich mich auch oft gefragt. Meine Mutter hat darauf bestanden, mich meinen Ängsten zu stellen. Also bin ich Seemann geworden. Das ist verwirrend. Frag mich mal. Was ist mit Ihrem Bein passiert? Tja, das war bei meinem zweiten Job als Klavierspediteur. Ich möchte nicht allzu sehr ins Detail gehen, aber dank der Barmherzigkeit eines reumütigen Instrumentenherstellers konnte ich mir dieses hübsche neue Bein hier leisten. Und aus meiner frühzeitig abgeschlossenen Berufsunfähigkeitsversicherung beziehe ich eine ansehnliche Invalidenrente, die mich über die Runden bringt. Weit, weit weg von der rauen See. Das ist eine schöne Geschichte. Oder ist es eine traurige Geschichte? Ich bin mir nicht sicher. Ich muss da mal wieder. Passe auf dich auf! Beverly, ich habe eine verblüffende Entdeckung gemacht. Bei der einzigen Telefonzelle des Dorfes handelt es sich scheinbar um eine Art Geheimgang. Er führt direkt in die Schaltzentrale der Millennium-Kooperative. An einer der Felswände ist mir ein Zeichen aufgefallen. Ein Hexagon. Über seine Bedeutung kann ich nur Vermutungen anstellen. Thank you.
Beverly, bekanntermaßen sind Rabenvögel durchaus gesellige und kluge Zeitgenossen. Ich habe mich jüngst mit einem ganzen Schwarm dieser beeindruckenden Singvögel angefreundet. Manchmal wünschte ich mir, ich könnte so sein wie sie. Ach, könnten wir nur gemeinsam in den Süden fliegen. Ob sie mich als einen der ihren akzeptieren würden? Kommt, put, 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 put. Ups, ich hab sie wohl zu viel gefüttert. Ein Ticket für die Tombola. Heute ist wohl mein Glückstag. Die Laterne flackert unruhig. Klassischer Fall von Lichtverschmutzung. Treten Sie näher. Jedes Los ein Gewinn, garantiert keine Nieten. Als Hauptpreis winkt eine ganztägige Bootsfahrt auf der trüben Lanke. Hier, ich habe ein Los gefunden. Na sowas, die Glückspilz. Schauen wir doch mal nach, was Sie gewonnen haben. Okay, halten Sie sich fest. Hier ist Ihr Preis. Eine Dose Katzenfutter. Zur Verfügung gestellt von der Trüberbrucker Werbegemeinschaft e.V. Hui. Na, schönen Dank. Viel Spaß damit. Mein Herr? Herr Tannhauser, schön, Sie zu sehen. Die Freude ist ganz auf meiner Seite. Wie geht's Klaus? Er ruht sich aus, mein treuer Klaus. Genießen Sie das Fest? Ja, sehen Sie nur. All die Lichter, die wundervolle Musik, das ist mein Trüberbrook, so wie ich es am liebsten habe. Ich habe Sie bei der Tombola gesehen. Haben Sie was gewonnen? Ich habe ein paar Wanderschuhe gewonnen. Sehen Sie mich an. Wohin sollte ich denn noch wandern? Sie hingegen, Herr Tannhauser, wirken wie jemand, den gerne mal die Wanderlust packt.
Hoch im gelben Wagen sitz ich beim Schwager vorn. Ja, ja, so war das. Und Sie? Hatten Sie Glück mit Ihrem Los? Ich hab das hier gewonnen. Sagen Sie, ist das vielleicht Katzenfutter? Ich frage für meinen Kater Klaus. Er liebt Katzenfutter. Würden Sie vielleicht tauschen? Was schwebt Ihnen vor? Sie überlassen Klaus und mir diese köstliche Dose Katzenfutter und ich schenke Ihnen im Gegenzug dieses neue Paar Wanderschuhe, Größe 48. Also, was meinen Sie dazu? Okay, machen wir es so. Sie werden es nicht bereuen. Schöner Abend für einen Spaziergang, nicht wahr? Unheimlich. Die Luft. Riechst du das? Fichten. Fichten, Tannen, Douglasien. Ich konnte Koniferen noch nie so gut auseinanderhalten. Die Fichte sticht, die Tanne nicht. Tanne. Fast so wie mein Name. Nie drüber nachgedacht. Wie heißt du denn? Tannhäuser. Tannhäuser würden wir hier sagen. Deutsche Wurzeln? Mein Opa. Die Dinger da auf dem Boden. Wir sagen Tannenzapfen dazu. In Wirklichkeit sind es Fichtenzapfen. Wusstest du das? Wie meinen Sie das, in Wirklichkeit? Na, Tannenzapfen zerfallen am Baum. In ihre Einzelteile. Fichtenzapfen bleiben ganz. Sachen gibt's, denkt man gar nicht. Bist du aus der Gegend hier? Nein, nur zu Besuch. Gewöhne mich langsam dran. Ich auch nicht. Ich komme wegen der schönen Aussicht. Zigarette? Danke, hab aufgehört. Das Klima hier tut mir jedenfalls wahnsinnig gut. Was machen Sie hier oben ganz allein? Genug von dem Trubel da unten? Ich reise einfach gern. Immer unterwegs. Wandern und so weiter. Und jetzt legen Sie ein Päuschen ein? Ach, ich habe meine Wanderschuhe verloren. Einfach übers Geländer gefallen. Und weg waren sie. Wenn du mich fragst, hocken wir doch alle in demselben riesigen Hinterhof. Der ganze Wahnsinn. Die Suche nach einem Sinn. Irgendwas. Ich habe sie unten bei der Tombola gesehen. Ja, ich habe mein Glück versucht. Haben Sie was gewonnen? Leider nur eine Dose Schnupftabak. Das war ein Reinfall. Dabei habe ich dem ganzen Teufelszeug längst abgeschworen. Und du? Ich habe ein paar Wanderschuhe. Haben Sie nicht Ihre verloren? Ja, leider. Für dein paar Wanderschuhe würde ich einiges hergeben. Möchtest du zufällig tauschen? Deine Wanderschuhe gegen meinen Schnupftabak. Na gut. Dankeschön, das ist wirklich nett. Und sogar meine Größe. Kennen Sie die Leute hier? Die meisten. Ich komme eigentlich jedes Jahr hierher. Warum? Klingt ein bisschen nach Lebenskrise.
Ach nein, so würde ich das nicht nennen. Den Durchblick, den habe ich. Durchblick. Genau. Das ist es. Kennen Sie einen Mann namens Lazarus Taft? Kenne ich. Interessanter Mann. Ich habe einmal haushoch im Doppelkopf gegen ihn verloren. Woher er kommt und was er hier macht, ist für alle ein Rätsel. Angeblich hat er von den Doppelkopfmillionen das alte Herrenhaus draußen in den Wäldern gekauft. Er kommt selten hier in den Ort. Wenn man die Leute reden hört, ist das aber auch kein Wunder. Naja, lass sie reden. Meine Meinung. Ich muss weiter. Okay, schönen Abend noch. Und danke nochmal. Nichts zu danken. Endlich kann ich wieder los. Die Wildnis ruft. Ade. Ade. Ahoi! Ich habe Sie bei der Tombola gesehen. Haben Sie was gewonnen? Ja, diesen Gutschein für eine Bootsfahrt hier. Dabei hasse ich Wasser. Und du? Ich habe das hier gewonnen. Ist das Schnupftabak? Oh Mann, ich liebe Schnupftabak! Willst du zufällig tauschen? Was stellen Sie sich denn vor? Möchtest du meinen Gutschein haben? Du weißt schon, den für die Bootsfahrt hier auf dem See. Den habe ich bei der Tombola gewonnen. Oh, der ist ja hier vom örtlichen Bootsverleih. Ja, möchtest du ihn? Okay, machen wir es so. Okay, Hand drauf. Ein Schwimmtier in der Form des Flugsauriers Pteranodon. Es sieht nicht besonders seetüchtig aus. Hier vorne hat es einen Leck und das Schaufelrad scheint zu fehlen. Hey, Sweetheart. Guten Abend. Ich habe diesen Gutschein in der Tombola gewonnen. Weiß ich doch schon. Aber woher? Hat mir meine Schwester erzählt. Sie macht heute den Tombola-Stand. Sachen gibt's. Hey, Sweetheart. Guten Abend. Wie viel für die Schwimmtiere? Ach, nehmen Sie sich eins. Die Saison ist vorbei und nächstes Jahr sind Dinosaurier sowieso nicht mehr so gefragt. Ich tippe auf... 3 Delfine und 1 Einhörner. Könnte sein, ja. Hm.
Das Tretboot, das Sie mir dorthin gestellt haben, es sieht nicht besonders seetüchtig aus. Was stimmt denn nicht damit? Na, ich glaube, es hat ein Leck. Und das Schaufelrad sieht auch nicht ganz intakt aus, wenn Sie mich fragen. Ach, herrje, es ist leider das Letzte seiner Art. Seine Freunde liegen schon eingemottet im Trockendock. Könnten Sie mir helfen, das Ding zu reparieren? Ich kann hier gerade leider nicht so richtig weg. Ich schau's mir mal an. Das sollte das Leck beseitigen. Es sieht nicht besonders seetüchtig aus. Das Leck habe ich schon beseitigt. Aber das Schaufelrad scheint zu fehlen. Ich sehe eine mittelschwere Umweltkatastrophe. Kein Zutritt. Briefträger, Paketzustellungen und Pizzaservice. Zweimal laut pfeifen, Lieferung abstellen und verschwinden. PS, keine Werbung. Beverly. Mein Bild von diesem beschaulichen Örtchen ist getrübt. Mitten im Wald, so scheint es Usus zu sein, laden die Bewohner ihren Unrat ab. Man stellt sich die Frage, wer macht sowas? Ein herrlicher Ort, um eine Bank aufzustellen.
Die paar Früchte wird niemand vermissen. Erwischt! Das ist ein Privatgrundstück! Und offensichtlich hast du es unerlaubt betreten! Dieses Mal, ich sag's dir, hast du dir die falsche Nachbarschaft ausgesucht! Ich bitte um Verzeihung. Ich wollte gar nicht stören. Hast du das Schild nicht gelesen? Nee. Meinen Sie das draußen bleiben oder das Zutritt verboten Schild? Witzig! Haha! Du bist einer von denen! Ich weiß es, gib's zu! Einer von denen? Oh nein, nicht schon wieder. Okay, ich sag's Ihnen. Und ich sag's Ihnen nur ein einziges Mal. Ich bin kein Außerirdischer. Mir egal, was Sie glauben oder nicht. Ein was? Ein Außerirdischer? Du hältst dich wohl für besonders clever, hä? Im Gegenteil. Und wenn Sie glauben, ich würde mich noch einmal irgendwelcher Tests unterziehen. Ihr Regierungstypen werdet auch immer frecher. Regierungstypen? Ich hab euch letztes Mal schon gesagt, nicht mit mir. Name und Dienstgrad, Soldat. Sind Sie von der CIA, BND, HVA, FBI, NSA? Raus damit! Ich heiße Tannhauser. Ich bin Quantenphysiker und mache Urlaub. Lügner! Das ist lächerlich! Haha! Sag lieber die Wahrheit, sonst... Sag etwas! Netter Hut. Okay. Du hast wohl recht. Deine Lügen sind zu billig. Also, was machst du dann hier? Und dieses Mal die Wahrheit. Die ganze Geschichte. Nun gut. Alles begann vor ein paar Wochen, als ich diese Gewinnbenachrichtigung erhalten hatte. Tante Lotti war einverstanden mit meiner Reise nach Europa. Einen solchen Gewinn dürfe man nicht ausschlagen. Vielleicht würde ich ja sogar jemanden aus der Verwandtschaft ausfindig machen. Außerdem hätte ich mir eine Auszeit redlich verdient. Ich solle nur heile und gesund wiederkommen, wünschte sie sich. Nach einem kurzen Aufenthalt in Berlin habe ich mich also auf den Weg gemacht. Und so bin ich hier oben gelandet. Interessante Geschichte. Völlig bescheuert, wenn du mich fragst. Zu der Millennium-Kooperative kann ich nur sagen, ich hatte schon immer den Eindruck, dass mit denen etwas faul ist. Also, tschüss dann. Komm jederzeit wieder. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Lessing übrigens. Special Agent Hans Tannhauser. Ich bin vom FBI. Witzig! Haha! Wissen Sie Näheres über diese Millennium-Kooperative? Ich weiß, dass das ziemlich mächtige Leute sind. Ein Geheimbund. So wie die Freimaurer oder die Illuminati. Sie bleiben im Verborgenen und die Regierungen sind ihre Marionetten. Die führen irgendwas im Schilde, hier oben in den Bergen. Das war mir schon immer klar. Schon mal den Begriff Saturnportal gehört? Klar! In der Theorie beschreibt der Begriff eine Art von interdimensionaler Öffnung. Ein Tor zu den Sternen. Ein Knotenpunkt. Eine Kreuzung in der Raumzeit. Ich glaube, das habe ich schon einmal gehört.
Was ist mit ihrem Eichhörnchen? Das ist mein Freund Dösi. Müder Typ. Und sie leben hier draußen ganz allein? Die Regierung hält mich anscheinend für eine Bedrohung. Sie haben mich für verrückt erklärt und ins Sanatorium gesteckt. Damals, als es noch ein echtes Sanatorium war und nicht das, was die Kooperative daraus gemacht hat. Als alles den Bach runtergegangen ist, wurde mir klar, dass für Leute wie mich kein Platz in dieser Gesellschaft ist. Leute wie ich müssen verschwinden, uns in Luft auflösen, untertauchen und wir müssen Widerstand leisten, bis unser Tag gekommen ist. Ich habe genug gehört. Danke für das Gespräch. Komm jederzeit wieder. Dann können wir gerne ins Detail gehen. Detaillierte Blaupausen zum Bau eines Bunkers. Verrückt. Ich möchte hier nicht rumschnüffeln. Selbstschutz. Dort hängt ein Einkaufszettel. Notrationen, Konserven, Dauerwurst, Alufolie, Illustrierte. Ich möchte hier nicht rumschnüffeln. Selbstschutz. Diese Glühbirne wird mit Windenergie betrieben. 100% Ökostrom. Eine Basstuba. Auf gar keinen Fall. Messing ist mein Kryptonit. Mit Kontaktallergien ist nicht zu spaßen. Wow. Das sollte als Schaufelrad reichen. Sie haben das Boot repariert. Wie kann ich Ihnen nur danken? Nicht nötig. Nein, ich bestehe drauf.
Nehmen Sie das hier, als Zeichen meiner Anerkennung. Mit dieser Postkarte finde ich mich bestimmt besser zurecht. Danke. Ahoi! Die Wälder um Trüberbrook machen dem Namen dieser Ortschaft alle Ehre. Ich habe selten eine solch düstere und grauenerregende Landschaft erblickt. Zudem breitet sich ein grünliches Schimmern in den Bruchwäldern aus. Interessant.